Zeiten der Digitalisierung werden Daten immer wichtiger. Für die Betreiber, da steigt der Druck auf Kosten und was die Zeitfenster zur Instandhaltung betrifft. Schließlich bestimmt die Verfügbarkeit der Trasse die Wettbewerbsfähigkeit der Bahn gegenüber anderen Verkehrsträgern. Die richtigen Daten zur richtigen Zeit, die helfen den Betreibern der Infrastruktur, Entscheidungen früher, effektiver und vor allen Dingen auch kostengünstiger zu treffen. Wo kommen diese Daten aber her? Ich stehe hier mit Christian Obexer neben dem EM120 VT von Blass und Theurer. Herr Obexer, was hat es mit diesem Messfahrzeug auf sich? Also ohne Daten läuft in der modernen Instandhaltung sehr wenig. Der EM120 VT2 hilft uns, Daten zu erfassen, mit denen wir feststellen können, wo zum Beispiel Fehler liegen. Nicht nur das, der EM120 VT sagt uns, wo wir genau eingreifen müssen. Was alles kann dann ganz konkret dieses Messfahrzeug? Also interessant ist hier oder wichtig ist hier zu erwähnen, dass es sich hier um ein Versuchsträgerfahrzeug handelt. Prinzipiell können wir die Messsysteme auf unterschiedlichen Trägerfahrzeugen installieren. Das kann ein Personenzug sein, das kann aber eben auch eine Stopfmaschine sein. Relevant ist dabei, was die Daten leisten, wie sie zusammenwirken und welche Daten wir aus den Messsystemen beziehen können. Und das ist beim EM120 VT eine ganze Menge. Was bedeutet das jetzt ganz genau? Ja. Also der Messuniversalist, so nennen wir den EM120 VT, hat eben die Zielsetzung der umfänglichen Datenakquirierung des Gleisumfeldes. Das VT steht übrigens für Virtual Track. Bei Blass und Theurer arbeiten wir schon seit Jahren intensiv am virtuellen Gleis. Das bietet uns neue Möglichkeiten in der Zusammenarbeit zwischen Bahnbaumaschine und Infrastruktur. Und dabei geht es nicht nur darum, ein 1:1 Abbild des Gleisumfeldes zu generieren, sondern, und das ist auch der Unterschied zu anderen, zu herkömmlichen Gleismesswegen, mit den kumulierten Daten, Messdaten, die wir vom EM120 VT erhalten, können wir direkte Information liefern, was auf der Strecke oder wo auf der Strecke welcher Eingriff zu machen ist, um eben den Gleisfehler oder Fehler am Gleis zu beheben. Also das klingt sehr interessant und auch natürlich sehr, sehr praktisch. Aber von welchen Messsystemen sprechen wir hier? Für die äußere Gleisgeometrie nutzen wir ein Fixpunktmessystem, das wir RTG nennen, kurz für Reference Track Geometry. Die Einbeziehung der Fixpunkte ermöglicht die Verifizierung der absoluten Gleislage im Raum. Dieses ist heute unverzichtbar für die moderne Vermessung der Gleisinfrastruktur, besonders für Hochgeschwindigkeitsstrecken. Durch die Ermittlung der Inertialmessdaten, die Inertial Track Geometry, lässt sich auch die innere Gleisgeometrie ableiten. Diese dient als Beleg für die Entgleisungssicherheit und Gleislagequalität. Zur Feststellung und Analyse des Verschleißzustandes am Schienenkopf verfügt der EM120 VT über Lasersensoren zur Schienenprofilmessung. Dabei wird das Ist-Profil der Schiene gemessen und mit dem Soll-Profil verglichen. Das Georadar ermöglicht eine umfassende, lückenlose Erkundung des Schotterbettes unter der Schwelle. Elektromagnetische Wellen durchdringen den Bahnkörper bis zu 2,5 Meter Tiefe. Das erlaubt die Erfassung von Parametern wie Schlammstellen, Verschmutzungsgrad und Schichtgrenzenverlauf. Also alles, was sich unter dem Gleis abspielt. Dann haben wir noch ein Videoinspektionssystem mit automatischer Auswertung. Das Überwachungssystem erkennt automatisch Schienenoberflächenfehler, dient der Feststellung fehlender oder beschädigter Befestigungselemente und Schwellenfehler. Für die Messung der Oberleitungsgeometrie nutzen wir ein Radarsystem. Das misst die Höhe und den Versatz bzw. die Seitenlage des Fahrdrahtes. Vorteil der Radartechnologie ist offensichtlich. Dies ist auch bei Wettereinwirkungen und Sonne im Gegensatz zu optischen Systemen perfekt nutzbar. Das ist eine ganze Menge. Die Nutzung von Daten wird künftig noch stärker der nachhaltigen, aber auch der ganzheitlichen Optimierung der Fahrwege dienen. Deswegen dient der EM120 VT aber auch als eine Art ideale Forschungsumgebung für innovative Technologiesprünge, eben auch mit sehr hohem Anwendungspotenzial. Ist das richtig? Absolut korrekt.
wie bereits erwähnt, handelt es sich beim M120 VT2 um ein Versuchsträgerfahrzeug, auf dem wir die neuesten Technologien unter Realbedingungen austesten können. Aktuell haben wir hier das Hohllagendetektionssystem und das Walzzeichenerkennungsmesssystem, das wir austesten. Wir arbeiten hier viel mit der DRS zusammen, das ist die Digital Rail Solution Allianz. Dort haben wir die besten Experten im Bereich der Messtechnik, mit denen wir den neuen System entwickeln und austesten. Und beispielsweise arbeiten wir jetzt stark vermehrt an der Nutzung von künstlicher Intelligenz, mit der wir eben uns erhoffen, dass wir in Zukunft auch die Messdaten dann teilweise automatisch auswerten können. Gut, also das ist wirklich, wirklich faszinierend und ich denke, da wird sich auch noch einiges in dieser Richtung tun. Wenn Sie da Interesse haben an diesem Thema, dann empfehle ich Ihnen einen Besuch auf der Homepage von Plasser und Theurer. Unter dem Bereich Research finden Sie weitere Informationen zum EM120 VT.